Welche Themen beschäftigen Jugendliche heute? Wie kann man diese Themen diskutieren und Denkanstöße geben? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigen sich die 12 Redaktionsmitglieder der christlichen Jugendzeitschrift Youngster. Dabei sollen bewusst keine fertigen Antworten gegeben werden. Bei der Arbeit mit der Youngster gehen so einen Weg, dass wir ein Thema nehmen und diskutieren, schon innerhalb der Redaktionsrunde, manchmal mit unterschiedlicher Meinung, und dann sagen, diese und jene Schwerpunkte stellen wir vor. Auch manchmal mit einer Meinung, die wir gar nicht teilen, dass sie auch genannt wird und auch gesagt wird, es gibt Menschen, die sehen das so und so. Und dann bringen wir Argumente natürlich und Ansätze, die die Jugendlichen auf einen Weg führen können. Aber nur, wenn sie möchten. Es ist keine Lehre, es ist keine Unterrichtsstunde. So und so musst du es tun. Da würden Jugendliche, glaube ich, allergisch reagieren oder junge Menschen. Und da müssen wir vorsichtig sein und eben ein bisschen offener rangehen. Titus Müller ist eines der Gründungsmitglieder von Youngster. Die christliche Jugendzeitschrift gibt es seit 2003 und sie erscheint seither viermal jährlich. Youngster ist für jeden Jugendlichen interessant zu lesen, der Lust hat, sich mit christlichen Fragen, mit dem Glauben, mit Gott auseinanderzusetzen. Und das ist es auch, was wir wollen. Wir wollen mit dem Heft wirklich Lust machen auf eine lebendige Beziehung zu Jesus. Ja, wir wechseln meistens mal ein geistliches Thema, mal eins, was ganz allgemein ist. Dabei ist es den Machern der Zeitschrift besonders wichtig, nah dran zu sein an den Jugendlichen. Sie besuchen zum Beispiel größere Jugendveranstaltungen wie Konzerte oder Camp-Meetings und halten persönlichen Kontakt zu ihren Lesern. Beim jährlich stattfindenden adventistischen Missionscamp in Friedensau entstand in einem Workshop eine Sonderausgabe der Youngster. Wir haben eigentlich zwei Sachen verknüpft. Zum einen haben wir für dieses Camp-Meeting eine Zeitschrift geliefert, auf die wir sehr stolz sind, weil sie gut geworden ist, finde ich. Aber zum anderen haben wir auch junge Leute kennengelernt, die schreiben. Das war somit unser Ziel. Wir haben praktisch einen Workshop angeboten, in dem diese Camp-Zeitschrift erstellt wurde. Und bei diesem Workshop haben wir gemerkt, okay, da sind junge Talente, die wir gleich mal mit uns bekannt machen konnten, mit denen wir gleich schon mal üben konnten, eine Zeitschrift zu machen und mit denen wir jetzt natürlich in Kontakt bleiben und die wir so für uns anwärmen und anlernen wollen. Das ist sehr wichtig für uns und ich denke, das werden wir auch wieder machen, um eben Nachwuchs da zu haben, weil wir für die Jugendzeitschrift nicht so eine alteingesessene, ehrwürdige Redaktion sein wollen, sondern immer frisches Wasser zuführen wollen. Bei den regelmäßigen Redaktionstreffen sind jederzeit Nachwuchstalente willkommen. Das Team soll bewusst jung bleiben. Auch sonst ist Interaktivität wichtig für die Youngster. Die Leser können sich in Form von Fotos, Geschichten oder Feedback einbringen und auch jeweils die neueste Ausgabe in einem Forum diskutieren. Mir ist wichtig, dass wir mit Youngster wirklich es schaffen, die Themen anzusprechen, die Jugendlichen auf den Nägeln brennen. Dass wir genau den Nerv treffen sozusagen und die Themen erwischen, die ihnen im Kopf rumgehen, dass sie wirklich ein Heft nehmen und sagen, hey, danke für dieses Heft, jetzt habe ich eine Antwort oder auch nur einen Anstoß zum Nachdenken gefunden. Das ist mir wichtig. Ich würde mir wünschen, dass die Youngster in Zusammenarbeit mit den Lesern ein sehr lebendiges, magaziniges Ding sein kann, was eben in Bildern und in Texten und in Leserbriefen und sowas so eine Art Gemeinschaft entwickelt. Auch für Leute, die ganz neu dazukommen. Also wenn jemand neu abonniert, soll er das Gefühl haben, er hat ein paar tausend Freunde dazugewonnen, die bereit sind, mit ihm die tiefen Fragen und die echten Lebensprobleme zu diskutieren. Er soll sich zu Hause fühlen und auch dann den Mut haben können, so zu sagen, hier stecke ich fest, wie denkt denn ihr? Das fände ich toll, wenn das sich in diese Richtung entwickelt. Ich habe das Gefühl, die Ansätze sind da und wir haben ganz tolle Leser. Mehr Infos rund um die Youngster gibt es im Internet unter www.youngster.info.